Wir gehen wieder gemeinsam auf den Flohmarkt. Der Typ, der hier auf dem Flohmarkt unterwegs ist, der ist Reseller und der lebt davon, ja, Dinge einzukaufen und sie teurer zu verkaufen. Und ich bin sehr gespannt, was er heute findet, welche Schätze ihn denn so ins Visier kommen. Okay. Yeah. Oh, did you? Yeah. Was yours that big? Sehe ich direkt, ne? Das ist wieder so eine Garage, so ein Stand, wo ich mir denke, da fehlt das Feuer. Ja, da fehlt was, weil für mich, ich brauche immer so emotionale Gegenstände, Videospiele, Actionfiguren, Comics, irgendwie sowas in die Richtung. Das ist hier, ich sag mal, reines Kapital, ne? Was that the size of yours? Yeah, that's exactly. 10 pounds. Okay. How much are these? How much are these? Oh, sowas, ne? Letzte Woche hatte ich sowas auch. Ich erkläre es dir kurz. Und zwar war ich auf dem Flohmarkt, war ein Stadtflohmarkt. Man hat generell nicht viel Zeit. Man muss von Stand zu Stand huschen, sage ich jetzt mal. Steht da, ja, was kostet das T-Shirt? Ja, ist teuer. Okay, er bedient erstmal einen anderen Kunden. Ich stehe da, Ja, was kostet jetzt das T-Shirt? Ja, weiß ich nicht. Bedient wieder einen anderen Kunden. Ich denke mir, ja, hallo? Willst du verkaufen oder nicht? Schrecklich. This was 35. How much is this? Five. Five bucks? Yeah. Okay, 5 Dollar. Rechnen wir mal Steuern runter, dann Verpackung. Ja, nicht unbedingt der Burner, ne? Aber gut, er muss halt nach jedem Strohhalm greifen, sag ich jetzt mal, wenn er davon lebt. Okay. What is this? Some sort of a boat, removable chocks. Do you have a boat? Nice. Yeah, both sides open. Yeah, they're kind of. Bisschen Smalltalk an dieser Stelle. Gotcha. Okay, cool. What is this? Was ist das? Ein Raumbefeuchter, ne? Richtig geil, die Dinger. Also mal unabhängig von diesem Video hier. Ich habe so einen großen, den man sich hinstellt, vor allem auch im Schlafzimmer. Das ist so eine Art Luftfilter. Hat mein Leben verändert. Sag ich euch, wie es ist. Richtig geiles Ding. Air humidifier. Diana, a tribute. That's probably overpriced. Yeah, absolutely. I'll plug it up if you want. I mean, of course, it takes a little while before it starts freezing. Was ist das hier, Spielzeug? Nee. Yeah, defrosted it and cleaned it up. Yeah. Ja, ne, das ist hoffentlich alt. Barbie. Little mismatched. Or if you want. The little one, all of them. Everything for 20. How much is the car? Sassy, that's something what you want. $2-3 for it? What about a little? Und das ist dann wieder Kleinvieh, ne? Kleinvieh macht da auch Mist, da kauft er sich die Puppe, dann dieses Radio da, das Auto und all in all hat er dann seine, keine Ahnung, $50 oder was, ne? Ja, ja, das ist dann der Plan, den man fährt, ne? Well mismatched. You want a dollar? We'll do it, yeah, a dollar, because she's missing. Is this part of her? Yeah. Okay. So, where was this one? Let's just do $4 for $4. Yeah. Freezer. Do I need a freezer? Not really. $4. You do want a freezer. Come on, it's on wheels, it's got lights. I mean, do you fish? Cool. I used it for was. So if you go one trip at Costco, you're in Philly. That's not bad. Ja gut, nimm mit jetzt, reicht ja auch. How to speak dolphin, dream. It's a dream of mine. That's the twin air mattress, it's only been inflated once. Ich mach mal weiter hier, da passiert ja nicht mehr viel. And then 1, 2, 3. Oh, that was the wait. I don't know if I have another single. Can you change a 10? Lauren, she's got change.
Down below, I did anything that, you know, was big and bulky. Yeah. Each compartment had its own different meats. Yeah. Ja, irgendwie cool sowas, ne? Frisst natürlich auch einiges an Strom, falls man sowas selber benutzt. Muss man sich dann fragen, ob man sowas will, ne? I do like it. Problem is, at my house, my kids would expect it to hold ice cream. Well, you can put ice cream in there, too. They could have their own little section just for ice cream. Yeah. There you are. Yeah, we're good. Cool, thank you. Thank you, sir. Appreciate you. Yeah, yeah. Have you offered anything? What? What did you offer? Nothing? No, I don't need it. I was getting up for it's controllable, yeah. So you don't have to have it. Oh, was macht ihr da an diesem Ding? Overhand. Mach mal weiter jetzt. I just don't know where I'd put it. Morning. Oh, ja, schick. Ja, das ist doch eher was hier. Morning. How you doing? Good. How are you? Pretty good. Ja, da sind diese Schachteln auch sehr beliebt, ne? Mhm. Diese Butterbrotdosen. You got a lot of fun stuff, huh? How much is the Pink Panther? We could do $20 on him. I mean, $20. Ja, das ist eben dann eine Antikhändlerin. Die kennt sich aus. Hier die große Barbie hätte ich nachgefragt, den Pink Panther. Das sind immer so ja, Highlights auch, die man sich im Bestfall dann direkt mitnimmt. Und sie weiß das auch, dass das Highlights sind und deswegen sind die auch teuer. Und hier an dieser Frage weißt du jetzt auch schon, dass sie sich auskennt. Jetzt kannst du natürlich darauf hoffen, dass es manche Artikel gibt, die sie nicht so ganz auf dem Schirm hat, vielleicht Disney oder sowas, und da dann zuschlagen. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ja. Pikachu sieht man noch, ich halte mal gerade an, Last Stand, hier haben wir noch einen Bully, Toy Story, okay. What is this? Fruit Loops? Ja, schon spannende Stofftiere hier, ne? Ich hätte, glaube ich, ein paar gebundelt. Auch dieser große Garfield hier ist interessant. Der große Pikachu, wie ihr wisst, geht auch gut. Und wenn man da natürlich dann einen Bundlepreis irgendwie herausschlagen kann, dann wäre das nicht schlecht, weil ihr habt ja gesehen, der Pink Panther geht da für 150 US-Dollar weg. Aber die musst du natürlich auch erstmal kriegen, ne? Also das ist eben auch der Punkt bei so großen Dingen. Da musst du schon den Sammler finden in dem Sinne. Wow. You got Boo Boo too. Hier auch ein König der Löwenstofftier, die sind auch mal gut. Yeah, you have a lot of cool ones. I remember this too. From Mario. Oh, yeah. How much is this little Sesame Street one? Ja, den Simba hier hätte ich auch angefragt. Under three. $3? $3. How much is it? Is that from Flintstones, next to the bear there? Bam Bam and Pebbles. Yeah, that's Pebbles and okay. Bam Bam. That set is... Boah, richtige Western-Stimmen, hört ihr das? Hm. Hier die Garfield-Box, auch nicht schlecht. Add 15 on it, I'll do 12. Okay. And how about Boo Boo there? And by himself, I could do 6. 6, okay. I have you behind you somewhere yeah, with the very still digging them out. Yeah, it's... Was hättet ihr mitgenommen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommis. Ja, es sind ja sehr spannende Dinge dabei. Hier der Garfield auch mit Kutte. Tough. It is tough. Boxes and boxes of it. Where do you get them all? We've been collecting for over 30 years. Really? Wow. Cruella de Vil hier. 101 Dalmatiner. Ah, viel Disney, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier auch diese ganzen, ja, Prinzessinnen. My daughter is 32, so... Besides her arrow, before that, it was me collecting it. Okay. And my oh, I remember him too. Insane in the membrane. Green giant. Yes. Even more characters. How much is they're he? Coming.
That I have to be 10. That's like the very first Jelly Bean Giant that has come out. 10. Ja, merkt ihr, also was ich vorhin gesagt habe, trifft schon zu. Ich meine, vielleicht ist sie nicht so eine wirkliche Antikhändlerin, ihr wisst schon, was ich meine, sondern ist halt einfach jemand, der relativ hohe Preise nimmt. Ne? Die Preise sind hier sogar noch okay, hätte ich sogar so ein bisschen höher eingestuft, aber ja, ist halt kein normaler Flohmarktstand, sag ich jetzt mal. Die machen das höchstwahrscheinlich öfter. Ne? Also würde ich jetzt auf den Flohmarkt gehen, wäre ich ja auch so ein Flohmarktstand hier, ne? Mit meiner Ware, sag ich jetzt mal. Ich nehme auch keine Überpreise, aber ja, man kennt sich aus und man nimmt da nicht ganz wenig. Du kennst das, wenn du an einen Stand kommst und da nach einem Spiel fragst und der sagt direkt, keine Ahnung, einen 10er pro Titel, dann weißt du genau, ja gut, hier ist kein Schnapper zu holen, ja, weil man will das 1-Euro-Spiel sozusagen. Yeah, that's cool. Oh, wow. Yeah, that's like never found ancient. I've never seen that again. Wow. Of course, the little guys, like, you know, fruit That is cool. Ja, die haben alle noch das Preistag dran, ne? Nice. Ja, sie hat gesagt, sie hat die gesammelt. Cool. Some of them you had to mail for back in the day. You had to send all the labels. That's what they made you, you know, do. And, yeah, they're ancient. Daffy Duck. Space Jam, geil. You got McGruff. Remember McGruff? Oh, the crime dog. There he is. Let me see. Wow. I'll never see it. Ah, die lieben ihre Sachen. Merkt ihr das? Die wollen die gar nicht verkaufen, glaube ich. That's a sad way to think about it. Oh, da hinten sind auch schöne Figürchen. Ich hoffe, er geht hier auch noch mal lang. We're able to replace some of the ones yeah. like Alf or something here and there. Oh, Alf. Do you have Alf? I'm out of him right now. I have just Alf is fun. The DVDs of the first Schöner Turtle da. Right? Wow. Yeah, it's in there somewhere. How much is McGriff? They're 10. And the honeybee? I don't look anything up, so I don't know what they go for. I had 15 on the bee. Hier sind auch Furbies dabei, ja. Da kann man auch nach bestimmten Furbies Ausschau halten. Das sind dann die alten von Tiger Electronics. Yeah. You're welcome to look these things up. Aber auch die danach sind nicht so günstig, ja. Also da kann man auch nachschauen. Yeah, I don't either, but... Er hat jetzt gerade geschrieben, hier kommt gleich noch der fette Score. Bin gespannt. I think I am gonna at least do the Pink Panther. Okay. I'm not sure yeah, you can think about on the rest. It. I might walk around a little bit. But I do want the Pink Panther. No problem. Yeah. And he's another good one. That you sells. Said 20 for him, right? Yes, yes. Okay. He's another one. Oh, Episode 1 Star Wars. Dazu das PlayStation 1 Spiel hat so viel Spaß gemacht. Very dope boy. I can't get enough of that. Everybody wants one for their kids. Thank you so much. Yeah. At least you got one. We have another one in the unit that might be, it's a little bigger. I mean, it's like. Wow, bigger than this. And a lot cleaner. Wow. But like you say, you could clean these things up. Yeah, I think up I can sew him up a little here and. Yeah, give him a little. Hopefully, just only a week on me. We'll see. It don't matter. He was in. Oh, das sind auch so Antikverkaufsstände, ne? Ist das so euer Ding oder eher weniger? Also ich mag die nicht so gerne, aber ich kenne auch ein paar Dudes, die lieben sowas, ne? Oh ja. It's a cool shirt. It says it's 3X, but I think 3X? It's shrunk a little bit in time. Yeah. Da hätte ich definitiv mal nachgefragt. How much are the shirts? That one's $3 and this one's 20. Okay. How much are your doughboys? The doughboys are $3 each. Die kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Oh, yeah, that's me, alright. Fossils and stuff. I'm going to open some of these up because the humidity is not going to be inside the ring. Ja, ich finde, er guckt hier zu lange an einem Stand rum. Hätte man auch kürzen können, seine Aufnahme, aber gut. How much is the hat?
so relaxed. Here's $2 for that. Thank you so much. Thank you. Relativ günstig, ne? War da eine Unterschrift drauf? Ich glaube schon. Wieder so eine NASCAR-Cap, ne? Here's some old pictures, huh? Oh, yeah. They're from Gettysburg, Tipton, and really? Mumper. Two of the famous photographers from back then. Wow. How much are these? I'm asking $100 for the whole everything. For the whole box? Oh, gotcha. Or you can make a lot. Gotcha. $100, ne? Ja, das sind wieder so Antikhändler. Die haben davon Plan. Also er scheint definitiv interessiert zu sein, ne? Mhm, bin gespannt. Would you do 75 on it? Be careful with that. Don't even bend it. Would you do 75 on it? Sure. Okay. Yeah. Cool. I'll That's take them. Cool yeah, I like that old stuff. Ja, das ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt. Ne? Sie baut gerade auf. Es ist früh am Morgen. Da gibt es ja auch Standgeld und so. Und dann direkt $75 in der Tasche zu haben, ist nice. Und ja, man hat gemerkt, dass sie es auch irgendwie loswerden wollte. Und dementsprechend hat sie hier sofort zugesagt. Ja, mega gut. Hat er natürlich auch gut verhandelt, ne? I'll be honest with you. Somehow I believe it's related to Claire Louise Kellogg's family, this opera, great opera singer. Claire Louise Kellogg? I believe that's where I got it. Was her family's estate. Really? You know what I'm saying? So. Interesting. I'll have to do some research on it then. Claire Louise Kellogg? Yeah. Okay, eine bestimmte Opernsängerin gehört dazu oder hat da gewissere Verbindungen dazu. Ja. Yeah, for some reason, I just believe. Like, yeah, okay. I'll look into it. Yeah, because I think the state I went to was. That was in Florida? Uh-huh. Yeah, it was, okay. I think Deltona would be there. Really? And then the little ones that have the names on the back. Ja, yeah, those are cool. Ja gut, das weiß man gar nicht. Hat sich das Ding hier gelohnt? Das ist halt jetzt wirklich die Frage. Da hätte ich noch ein bisschen was dazu gesagt eigentlich. Ja gut, will er nicht machen. Dementsprechend hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Und wenn das der Fall war, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video, falls du mich kostenlos abonniert hast. Bis dahin, ich bin Dean Tramp, bleib gesund.